Leute, ich glaube, ich habe ein kleines Problemchen hier. Irgendwie bebt die Erde und ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Hallo? Ist da jemand? Warum ist die ganze Stadt eigentlich leer? Wo sind die ganzen Leute hin? Oh oh, sieht ganz so aus, als ob da jemand zu Besuch ist. Hallo? Hallo, wer ist da? Ist da etwa, wer klopft denn da an? Oh mein Gott, das ist Godzilla! Oh, ich bin fast tot. Alter, mein Leben ist fast leer. Okay, Leute, das ist der Godzilla-Mod in Teardown. Und ich als größter Godzilla-Fan habe mich natürlich dazu entschieden, eine Stadt hier herunterzuladen, plus Godzilla zu kombinieren, um mich vor ihm zu verstecken. Aber sein riesiger Laser ist unglaublich stark, okay? Ich würde euch gerne Godzilla vorstellen. Das Problem ist, ich kann ihn nicht kontrollieren. Plus, das zweite Problem ist, er ist unbesiegbar. Oder ist er das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist... Oh, guck mal, da ist sogar sein Kopf. Oh, und da ist sein ganzer Rücken, okay? Das Problem ist, wenn wir da rangehen und versuchen, ihn tatsächlich zu hauen, können wir... Oh, wir verlieren Leben. Okay, wenn wir zu nah rangehen an Godzilla, verlieren wir Leben. Wenn wir irgendwas anderes machen an Godzilla... Oh, doch, guck mal, auf seinen Rücken können wir raufgehen. Wenn wir ihn versuchen zu schlagen, können wir ihn nicht abbauen, okay? Er hat übrigens eine künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass er uns die ganze Zeit angreift. Das heißt, er versucht uns auch die ganze Zeit zu besiegen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen von der Stadt abhauen. Aber er greift uns die ganze Zeit mit seinem Laser an und versucht uns immer umzubringen. Diese künstliche Intelligenz kann man auch nicht ausschalten. Das ist einfach immer an. Der versucht uns einfach immer zu töten, ne? Und das Problem ist, wenn ich jetzt beispielsweise einen Ghost Ripper nehme, okay? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn ich ihn versuche zum Beispiel abzuschießen, mit meinem Ghost Ripper, hier direkt, bam, 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 dann kriegt der kaum Schaden. Er kriegt keinen Schaden durch die Spitzhacke, die wir haben. Er kriegt keinen Schaden durch den Ghost Ripper. Wir müssen vielleicht ein bisschen was Stärkeres ausprobieren. Den Disruptor. Wenn man da Rechtsklick drauf drückt und dann Linksklick in der Kombination. Buh! Explodiert eigentlich der gesamte Kopf. Aber das interessiert ihn einfach gar nicht. So, guck mal, ich versuche jetzt mal zum Beispiel... Oh, macht der einen Lag. Hör aber auf, die ganze Zeit hier alles kaputt zu machen. Ich versuche ihm mal so ein paar Dynamit-Sachen an den ganzen Körper dran zu machen, ne? Um zu gucken, wie das funktioniert. Und lass es mal explodieren und hoffe, dass das C4 möglicherweise... Ach, er macht gerade den ganzen Kran. Wow. Oh, deswegen lag das so. Er hat einfach gerade aus Versehen mit seinem Schwanz den ganzen Kran kaputt gemacht. Weißt du was, Godzilla? Dafür gibt es jetzt erstmal eine Explosion. Oh Gott. Es scheint ihn nicht zu interessieren. Es interessiert ihn nicht. Er schießt einfach die ganze Zeit weiter seine Flamme. Es kitzelt! Leute, man kriegt Godzilla einfach nicht tot, okay? Das ist unmöglich. Versuchen wir es mit Godzilla nochmal auf einer anderen Karte. Auf dieser Karte könnte es nochmal ganz interessant sein, weil das ist nämlich Mini-New York. Und so sieht das Ganze aus, wenn Godzilla Mini-New York angreift. Das heißt, wir gehen mal auf die andere Seite und werden nochmal eine ganz spezielle Sache hier mit einfügen. Und zwar, wenn wir nämlich C drücken, kommen wir tatsächlich auf die Größe von einem normalen Mitbewohner von dieser Mini-New York-Stadt. Dadurch wirkt Godzilla einfach noch riesiger und wir können das ganze Erlebnis einfach noch besser fühlen. Okay, wir müssen herausfinden, ob wir ihn vielleicht hier besiegen können. Das bedeutet, oh wow, oh wow, sieht das krass aus. Oh nein, niemals. Schaut euch das an. Ho, 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 ganz ruhig, Godzilla, das ist meine Stadt hier. Wie krass sieht das denn aus? Wir haben hier, oh wow, die ganze Stadt brennt und Godzilla greift hier einen nach dem anderen. Okay, alles. Oh, wow. Schaut ihr das an. Er zerstört wirklich die komplette Stadt. Er ist so riesig. Hey, ganz ruhig. Oh, ganz ruhig, Großer. Und das ist hier gerade das Empire State Building, was er gerade einfach so mit einem Laserstrahl tatsächlich gerade kaputt gemacht hat. Wir müssen ihn irgendwie besiegen. Oh, oh, okay. Alter, der steckt gerade seinen Kopf komplett durch dieses Gebäude durch. Okay, wir müssen wegrennen und ich habe eine Idee, was wir vielleicht machen können. Wir müssen auf jeden Fall wieder größer werden, ne? Oh Gott, schnell hier ein bisschen abhauen. Wir brauchen auf jeden Fall
irgendeinen Angriff. Wir brauchen irgendeinen Nuclear Strike. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir verstecken uns einfach da hinten, ne, in diesem Wald, okay? Und versuchen einfach einen Strike auf ihn zu landen. Damit können wir tatsächlich so einen kleinen Luftangriff machen und versuchen möglicherweise Godzilla zu besiegen. Also, da oben ist tatsächlich das Flugzeug schon. Es fliegt schon in der Luft. Da unten haben wir Godzilla. Und wir versuchen jetzt mal einen Schuss möglicherweise zu treffen, ne, um Godzilla mit diesem Nuclear Strike nochmal ordentlich wegzutreffen, ne? Jawohl! Damit haben wir tatsächlich einmal die Stadt komplett kaputt gemacht, aber Godzilla hat das Ganze... Sag mal, hat ihn das gerade nicht interessiert, oder was war das jetzt gerade? Lebt er immer noch? Was war denn das? Ist der immer noch am Leben? Oh, oh. Moin. Er ist immer noch am Leben. Was? Wie sollen wir den denn besiegen? Der greift einfach hier die ganze Stadt an. Das ist viel zu krass. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Nuclear Strike. Wir fliegen mal hier durch die Stadt und schauen uns das Ganze nochmal von der Seite an. Ich glaube, wir können ihn einfach nicht besiegen, Mann. Komm schon, hier, nimm das mal. Oh, Mann. Es scheint ihn einfach nicht zu interessieren. Okay. Wir nehmen nochmal einen Nuclear Strike. Wir schießen hier einfach mit richtig vielen Nuclear Strikes ab. Und gucken mal, ob er vielleicht noch einen Nuclear Strike aushalten kann. Jawohl! Oh. Mein letzter Versuch, Godzilla zu besiegen, wird hier auf dieser japanischen Karte sein. Ich habe Godzilla jetzt hier drauf platziert. Er ist bestimmt wieder ganz schön wütend, wie man ihn kennt. Aber das Gute ist, wir haben hier eine ganz besondere Fläche seitlich. Und zwar ist das hier eine Fläche, die tatsächlich perfekt für Flugzeuge gedacht ist, okay? Was wir jetzt hier machen, ist, dass wir tatsächlich in unser Menü gehen und dann hier einfach mal F15 eingeben. Dadurch bekommen wir den F15-C, was einer der heftigsten Jets ist. Und wir versuchen mit diesem Jet jetzt, der extrem laut ist, tatsächlich gegen Godzilla zu gewinnen. Wir gehen auf 100% hoch, versuchen die Steigung zu erreichen. Komm schon, geh hoch, Kleines. Jawohl. Okay. Wir fliegen. Jawohl, ganz, ganz langsam hoch. Oh mein Gott, wir sind so schnell. Aua, nein. Mayday. So, ganz entspannt. Nicht zu viel Stress machen. So, wir gehen jetzt wieder auf 100% Thrust und heben langsam, aber sicher wieder ab. So. So, komm schon, einmal abheben bitte. So. Ganz ruhig bleiben. Wir heben hoch. Wir fliegen nach oben. Dann versuchen wir, wieder nach oben zu fliegen. Oh mein Gott, die Steuerung ist eine Katastrophe. Aber da ist der... Oh, wir können sogar schießen. Okay. Die Steuerung ist wirklich schlimm. Aber wir können schießen. Vielleicht schaffen wir es. Ein bisschen Geschwindigkeit nochmal mit reinzuholen. Okay, ich glaube, ich habe die Steuerung drin. Wir fliegen gerade ganz langsam hoch. Okay, ich glaube, ich habe es. So. Und jetzt hier geradeaus. In den Godzilla rein. Jawohl! Oh mein Gott! Okay. Haben wir ihm irgendwie Schaden gemacht? Nope. Nein. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt ein bisschen spaßiger. Hä? Hat dir das gefallen, dieser Laserangriff? Guck mal, mit diesem Laserangriff können wir ihm tatsächlich ein bisschen mehr Schaden machen. Hey, ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, ihn tatsächlich zu besiegen. Oh, wenn man nur lang genug mit dem Laser drauf schießt, kann man ihn besiegen. Ich habe ihn besiegt. Und jetzt kann ich ihn wegstaubsaugen. So, jetzt ist er erstmal weggestaubsaugt, sage ich dir. So, oh. Ich habe ihm jetzt auch gerade den Kopf weg. Sag mal, habe ich ihm gerade den Kopf weg? Sag mal, wie stark ist dieser Staubsauger? Wir hätten die ganze Zeit gegen Godzilla gewinnen können mit diesem Staubsauger. Nein, das muss ich ausprobieren. Hey, was geht, Mann? Ich habe hier einen Staubsauger. Nochmal zur Erinnerung. Also ein nuklearer Anschlag von einem Flugzeug hat Godzilla nicht gekillt. Aber das hier ist ein Staubsauger, okay? Ich habe ihm gerade den Unterkiefer geklaut. Hey, du siehst aber ohne Unterkiefer. Oh, er kann trotzdem ohne Unterkiefer, kann er immer noch Laser und Feuer speien. Okay, wir gehen nochmal an die Nase. Oh. So, da ist der Kopf weg. Also, Godzilla hat jetzt übrigens keinen Kopf mehr.
und ist jetzt einfach netter geworden. Er hat einfach keinen Kopf mehr. Komm schon, Godzilla, sei jetzt nicht so. Der hat jetzt einfach nur noch so einen Steinschädel. Okay. Meine werten Damen und Herren, niemand hat tatsächlich gedacht, dass man Godzilla in einem Haus genauso parken kann, wie ich es jetzt getan habe, mit einem Staubsauger. Dafür auf jeden Fall mal einen Like auf dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Godzilla will natürlich auch, dass ihr einen Like auf dieses Video gebt. Er sieht so komisch aus, wenn er keinen Kopf hat. Aber so sind die Dinge halt eben nun mal. Okay, ciao Godzilla und ciao Leute. Was geht ab? Nee. Ciao. Ciao Leute.